Wir waren uns vorher schon bewusst, dass wir die bessere Mannschaft sind. Aber gerade jetzt zu der Jahreszeit, die Bedingungen sind hier nicht optimal. Das heißt, wir wussten, es wird ein Kampfspiel. Wussten nicht, wie gut wir unseren Kombinationsfußball durchbringen können. Aber es ist uns sehr gut gelungen. Dann auch noch über Standards gefährlich. Von daher quasi so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, die Bilanz jetzt mit 45 Punkten ist sehr, sehr ordentlich. Die Leistung heute speziell in den ersten 30 Minuten war richtig gut. Auch wenn die Tore aus Standardsituationen gefallen sind oder beziehungsweise auch, Gott sei Dank, hatten wir genug Möglichkeiten eigentlich schon da für sehr viel Ruhe und für sehr viel Gelassenheit zu sorgen. Aber sehr, sehr gute Spielzüge auf einen sehr schwierigen Untergrund. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich nichts zugelassen. Hatten immer die Möglichkeit vielleicht mit dem letzten Pass oder mit der letzten Entschlossenheit vielleicht auch schon eher das 3-0 zu schießen. Aber dennoch, glaube ich, überwiegt die Zufriedenheit, dass wir nach hinten dann nichts zugelassen haben. Sehr gelassen, sehr kontrolliert, sehr diszipliniert das Ding runtergefahren haben. Ja, souverän trifft es ganz gut, glaube ich. Also wir haben uns gut auf die Umstände eingestellt, wir wussten, was uns erwartet. Das, was wir erwartet haben, das kam auch so, hat genau zugetroffen. Und ja, darauf waren wir eingestellt, haben es gut gelöst, zwei Standardtore gemacht und dann defensiv in meinen Augen gerade zweite Halbzeit sehr gut gestanden. Was wir wussten, wird ein unangenehmes Spiel, schlechter Platz, schlechte Witterungsbedingungen, ja, tiefstehender Gegner. Das war eigentlich klar, dass es ein unangenehmes Spiel wird. Von daher ein frühes Tor immer hilfreich. Haben dann auch clever gespielt, hat eine gute Restverteidigung, was wichtig ist gegen Rathenow, weil es eine gute Umschaltmannschaft sind. Und ja, mit über die Standards, da waren wir sehr griffig, waren im Spiel sehr diszipliniert und ich glaube, so zusammenfassend war das alles dann ja, verdienter Sieg. Ich will jetzt nicht respektlos sein, aber das ist. Weiß ich nicht, das hat jetzt nicht viel mit Fußball zu tun. Da wussten wir auch, auf was wir uns einstellen müssen. Dafür haben wir es aber, denke ich, auch fußballerisch teilweise ganz gut gemacht. Aber klar spielen dir dann solche frühen Tore in die Karten, zwei Standards. Und dann fand ich, waren wir ja sehr, sehr abgeklärt, sehr dominant, sehr abgezockt. Ja, das, was uns die letzten Wochen jetzt auch ausgemacht hat, eine gute Stabilität, eine gute Teamleistung, jeder für den anderen da. Und das muss auch jetzt die Marschroute für das kommende Jahr sein. Ja, aber ich bin schon stolz auf die Jungs, weil solche Spiele sind schwer. Das weiß man dann, wenn man nach dem Spiel mal hier auf dem Platz war und sich das Geläuf angeschaut hat. Von daher, ja, super Mannschaftsleistung und ein guter Abschluss des Jahres. Ja, wie gesagt, zweite Halbzeit, also erste Halbzeit, wie gesagt, haben wir das richtig gut gespielt, haben viele Torchancen. Das Einzige, wir hätten, glaube ich, wir hätten das 3-0 machen können. Dann wäre ein bisschen, die Brisanz vielleicht ein bisschen raus gewesen in den letzten Minuten. Sonst, wie gesagt, glaube ich, ganz verdienter Sieg für Energie Cottbus. Wir sind zusammengestanden, zweite Halbzeit nichts mehr zugelassen. Wie gesagt, also völlig verdienter Sieg. Freut mich, wie die Jungs zusammenstehen nochmal und dass wir hier nochmal mit so einem dünnen Kader, dass wir hier nochmal so auftreten, hat mich gefreut und es können die Jungs schön Weihnachten feiern und wir können uns freuen.